Einen wunderschönen guten Morgen, Fuko. Lass uns aufstehen und den Herrn preisen. Wenn ich nichts anderes als Kampf sehe, kannst du den Sieg sehen. Wenn ich vor mir nur den Berg seh, siehst du ihn schon versetzt. Und wenn ich durchs finstere Tal geh, dann wirst du mitgehen. Es gibt nichts zu fürchten, weil du mich nie verlässt. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir, mein Gott. Denn sie gehört dir allein und jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht zieh ich dir, mein Gott, denn sie gehört dir. Für mich, wer steht mir entgegen? Es ist nicht so möglich, wenn ich dich bei mir hab. Oh, ich seh den Staub und die Asche, du Schönheit und Segen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Dafür tat, damit du mich liebst. Dass es Gnade ist, dich alles verdanke mein Leben lang.
dann bin ich so fasziniert von dir. Ich entdeck Liebe in allem, was du tust. Unendliche Gründe, jeder verkündet, wie du bist. Tausende Wunder, jedes der Wunder zeigt dein Herz. Wie kann ich nicht jeden Moment mit jedem Atemzug von dir erzählen, auf Bergen in Zellern dich preisen. Aus dem Sturm der Zeit machst du einen Wind, der nach vorne bringt. Wenn ich suchen bin, spürst du meinen Weg mit Zeichen aus. Ich bin so fasziniert von dir. Ich entdeck Liebe was du tust, sing es aus. Unendliche Gründe, jeder verkündet, wie du bist. Tausende Wunder, jedes der Wunder zeigt dein Herz. Wie könnte ich nicht jeden Moment mit jedem Atemzug so viele Gründe, so viele Wunder, jeden Tag schenkst du mir. So viele Gründe, so viele Wunder, jeden Tag schenkst du mir. Sing es aus. So viele Gründe, so viele Wunder, jeden Tag schenkst du mir. Danke, Herr, so viele Gründe. Von Anfang an hast du für uns alles getan. Am Kreuz von Golgatha, wo du dein Leben gabst, von Gnade eingehüllt, schau ich dich staunend an und preise deinen heiligen Namen. Halleluja, du regierst in Ewigkeit.
Anfang an. Von Anfang an hast du für uns alles getan. Am Kreuz von Golgatha, wo du dein Leben gabst, von Gnade eingehüllt, schau ich dich staunend an und preise deinen heiligen Namen. Und du bist würdig. Wir sind würdig, durch dich geben dir die Ehre. Würdig, durch dich zu deinem Lob, Herr. Würdig, durch dich bis die ganze Erde erkennt, wer du bist. Und wir sind für dich, durch dich, geben dir die Ehre. Für dich, durch dich, zu deinem Lob her. Für dich, durch dich, bis die ganze Erde erkennt, wer du bist. Wir sind für dich und durch dich, und wir sind für dich. Des Friedens strömt über mich. Tauch mich in die Fluten wie Meere so tief. Hör mich in Liebe, die heilende Kraft. Flüsse des Friedens strömt über mich. Ja, ich preis deine Majestät, ich preis deinen Namen, Herr. Alles bist du für mich, Jesus, ich bin ganz da. Nah.
sing allein. Heiliger Geist, komm, regne auf mich. Öffne die Himmel, erfüll alles hier. Und wenn ich dich lobe, ja, dann komm. Sei
sing zu ihm. Gerade den Eindruck, du hast was zu sagen. Sprich es einfach aus. Streck dich zu ihm. Jesus, sing seinen Namen. Heilig bist du. Du bist der Herr aller Herren. Du bist so gut. Dir gebührt die Ehre. Herr, sende deinen Geist. Schütt ihn aus auf unser Land. In unsere Familien. In unsere Beziehungen. Sende Erweckung, schütze sie aus. Lass deinen Geist wirken, Himmel reiß auf. Zeig deine Kraft um für dieses Land. Hast du es schon mal getan, bitte tu es noch mal. Sende Erweckung, schütze sie aus. Lass deinen Geist wirken, Himmel reiß auf. Zeig deine Kraft für dieses Land. Hast es schon mal getan, bitte tu, oh Herr. Sende Erweckung, schütze sie aus. Lass deinen Geist wirken, Himmel reiß auf. Zeig deine Kraft für dieses Land. Hast es schon mal getan, bitte tu es nochmal. Mit deinen eigenen Worten. Du musst es nicht laut machen, du kannst es auch flüstern. Aber gib Gott dein Lob, was aus dir kommt. Sag ihm einfach, Jesus, ich preise dich. Jesus, ich erhebe dich. Über mein Leben, über alles, was mich beschäftigt, über meine Träume, über meine Wünsche. Ich erhebe dich über alles, was mir sonst auch noch wichtig ist. Weil du bist mein Gott. Und du sollst mein Gott bleiben. Und du bist würdig. Fang damit an. Und dann schau, wo dich der Geist hinführt. Und wir werden noch mal ein bisschen lauter. Aber mach diese Worte. Flüster sie ruhig, du kannst sie singen, du kannst sie sagen, aber sprech sie aus, lass sie nicht nur in deinem Kopf. So, dass du dich selber hörst, wie du den Herrn preist, weil das macht was mit dir. Heilig bist du, Sohn.
Angst vor Depression. Du bist größer als meine Sorge vor der Zukunft. Oh, du hast Hoffnung, Hoffnung über jedes Verständnis. Oh, die Freude an dir ist unsere Kraft. Hey, komm weg uns, mach uns mutig. Oh, komm weg uns, oh, wir brauchen dich, oh, wir brauchen dich. Sind weg uns, schütze sie aus, bis deinen Geist wird. Schon mal geht's damit. Sende Erweckung, sing es nochmal. Sende Erweckung, schütze sie aus. Mit deinem Geist wird der Himmel reiß auf. Zeig deine Kraft und fill dieses Land. Hast es schon mal geht's damit. Tu es nochmal. Könnt euch gerne nochmal hinsetzen. Genau. Und gebt den Band und der Technik mal einen richtig großen Applaus einfach für die coole Praise-Zeit für gestern Abend. Es war eine richtig Hammerzeit. Danke euch. Genau. Und heute Morgen habe ich eine gute und eine tolle Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist, ihr könnt heute Abend endlich wieder in eurem Bett schlafen. Zu Hause, da wo es weich ist, nicht irgendwo in der Turnhalle. Das ist richtig cool. Und die tolle Nachricht ist aber, wir haben noch einen kompletten FIUCO-Tag vor uns. Wir haben noch zwei Predigen. Wir haben noch zwei Predigen. Wir haben noch ein Mittagessen und wir haben wieder Zeit für Module. Zeit für dich, Zeit, deine Zeit mit Jesus, mit Gott in der Stille. Genau. Nimm dir bewusst die Zeit, gerne heute. Ihr habt einfach noch eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Die nächste Session beginnt um 10.30 Uhr. Sucht einfach das Gespräch, wenn es euch gestern Abend vielleicht zu lange ging, vielleicht die Leute besetzt waren. Die Next Step Lounge ist offen. Die findet ihr oben auf der Empore, alles was oben ist. Von mir aus, glaube ich, da vorne links. Ihr könnt auch gerne die Zeit alleine nehmen für euch. Geht dafür in den Gebetsraum. Sucht euch irgendwie einen ruhigen Ort hier irgendwo auf dem, ich wollte sagen Campus, aber ist ja eher ein Gelände. Genau, oder geht wieder in Kleingruppen. Sucht euch dafür einfach Leute, die nett aussehen. Sucht euch eure Jugendgruppe. Und alles Weitere und Wichtige findet ihr natürlich, wenn ihr es noch habt. Vielleicht habt ihr auch schon verloren. Ich hatte es zu der Zeit immer schon verloren, wo ich auf der FIUCO war. Im Konferenzheft auf Seite 24 und 25. Da sind auch wieder Fragen zu den Predigen, die wir haben. Genau, und dann geht es 10.30 Uhr los mit der nächsten Session. Session Looks Good on You mit Christian Alloway. Ich freue mich riesig darauf.
den jungen Mann predigen zu hören. Und ihr könnt euch ja wirklich auffreuen. Na dann, genau, genießt die Zeit jetzt. Nehmt euch die Zeit. Man sieht sich. Ciao. Hallo Fiyuko. Guten Morgen. Na? Geht's euch gut? Schön ist es hier. Hallo DJ Peppi. Hallo Peppi. Morgen. Morgen. Gut geschlafen? Ja. Für uns ist das gut. Man wird nicht jünger. Die letzten Tage waren ja genug Abriss, da müssen wir heute jetzt mal ein bisschen entspannen. Ja, ich nehme eins. Peppi, Trinkpack? Ja, sehr gerne. Oh ja. Oh ja. Oh ja, ja. Die letzten Tage war so anstrengend, ne? Willst du auch ein Trinkpack? Okay. Komm, Leute. Ich hab noch drei übrig, eins will ich selber. Ah, aber so lässt sich's leben. Eins. Zwei. Ihr müsst auch fangen, Freunde. Ihr müsst auch fangen. Viel Spaß damit. Leute, die Fiyuko war schon so anstrengend, ne? Jetzt. Wer ist müde? Wer ist müde? Oh ja. Ja. Ihr dürft müde sein. Und deswegen dachten wir uns, jetzt wird nicht wild gefeiert oder so. Das kommt noch. DJ Peppi legt nochmal richtig auf, aber jetzt ist erstmal ein bisschen entspannen. Aktiverholung möchte man es auch nennen. Ihr sitzt schon richtig gut, ihr müsst gar nicht stehen. Schließt gerne eure Augen und einfach mal ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Und einatmen. Ausatmen. Oh, das tut so gut, Leute, oder? Und nochmal einatmen. Und ausatmen. Ach. Wisst ihr, was besonders toll ist? Nee, sag mal. Die Jummis haben uns keine Vorgaben für diese Zeit hier gegeben, für die Pre-Show. Wir können hier machen, was wir wollen. Also machen wir auch, was wir wollen. Ja, da haben sie recht. So. Wie schmeckt das Trinkpack? Wunderbar, ganz toll, ja. Das ist gut. Gute Arbeit. Gute, krieg's nicht auf. Gute Saftarbeit. Das kann man auch so. So, Jungs, erzählt doch mal, was war euer Highlight bisher? Jetzt von der Fiyuko so, ey, ja. Herzlichen Glückwunsch. Hat jemand Geburtstag? Wer hat Geburtstag? Wo ist das Geburtstagskind? Das Geburtstagskind. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Alles Gute. Gottes Segen. Auf dich. Auf dich. Sehr schön, so muss es sein. Highlight von der Fiyuko bisher. Ja. Das zusammenzufassen. Ich glaube, ein Highlight war für mich die ganzen Fiyuko-Memes, die wir gesehen haben. Wer kennt Fiyuko-Memes? Oh yes. Und wenn ihr die nicht kennt, holt euch Instagram und folgt Fiyuko-Memes. Das ist das Gold. Unfassbar. Also wenn ihr es noch nicht kennt, tatsächlich, also okay, wir haben jetzt kein spezielles Meme rausgesucht, so, aber die sind sehr gut, sehr, sehr passend. Wir wissen, glaube ich, alle nicht, wer der Autor ist, also wir sind es nicht. Es gab Gerüchte, dass ich das bin. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam. Die Band. Echt? Weil es gab ein Meme, da steht drauf, mein 30-jähriges Trommelfeld. Ich bin zwar 30, aber ich habe keinen Humor. Von daher kann ich das einfach nicht sein. Also, keine Ahnung. Ja. Vielleicht sind doch wir die Creator, weil OMC könnte ja für Official
Meme-Creator stehen. Maybe, maybe. Also, ihr könnt mal durch die reinschauen. Vielleicht sitzt ja der Creator von Fuku Memes direkt neben euch. Das wäre was. Also, ich glaube, der ist gar nicht hier. Weil bei dem Internet hier kannst du keine Memes hochladen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ist nicht du meinst, wissen Bescheid. Du meinst, er sitzt die ganze Zeit nur im Stream? Ja, ja, ich glaube auch. Oder an der Technik, weil die haben gutes Internet. Also vielleicht ist dann auch der Tobi hinten an der Technik. Oh, ey, können wir mal einen Applaus geben für unsere Technikleute, weil die sind echt geil, die Jungs. Hammer. Die sind ultra geil. Geil. Ey, Peppi, das ist jetzt deine allerletzte Fuku. Das ist vollkommen richtig, ja. Mich würde mal interessieren, erzähl uns mal ein bisschen, wie kam es dazu, dass du hier bist, deine allererste Fuku und so einen kleinen Schwank aus deinem Fuku-Leben. Ja, damals, als ich jung war, kurz nach der Wende. also das war so, 2015 habe ich zwei Wochen vor der, ich kannte die Fuku nicht, und habe zwei Wochen vor der Fuku von den Yumis, damals hieß der Typ Benny, einen Anruf gekriegt. Ich weiß nicht, ob Benny hier ist, aber falls er hier ist, danke Benny. Und der hat mich gefragt, wer ich bin. Der hat mich im Internet gefunden. Bei Facebook, ich hatte so eine Fanpage mit 10 Followern. 10 Follower, ey, geil. Let's go. Ja, da sind die 10. und der hat gesagt, ey, wir haben Bock, dich zu Fuku zu holen. Ich habe nur eine Frage. Und dann hat er mich gefragt, und das war so richtig, ich kannte den Typ nicht, der fragt mich einfach, wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? War direkt richtig tief eingestiegen. So nämlich. Haben wir kurz gequatscht. Ich glaube, ich habe richtig geantwortet. Und zwei Wochen später stand ich hier und war eigentlich abgemacht, dass ich so vor 100 Leuten auflege. Das war für mich schon so, ja, richtig Herzkasper. Ende des Liedes war, dass wir in einem Saal, der eigentlich für 100 Leute ausgelegt war, mit 900 Leuten waren abends. So nämlich. Und das war so krass, dass die Feuerwehr echt geschwitzt hat, versicherungsmäßig. ich war komplett nass, von oben bis unten, von Aufregung und Schweiß. und seitdem bin ich seit 7 Jahren hier. War mega Come geil. On. Ja. Peppi, was mich auch brennend interessieren würde, hast du auch mal richtig verkackt? Ja, dauernd. Also eigentlich hat man als DJ nur einen Job, muss nur Play drücken, das kann jeder von euch. Also falls einer meinen Job übernehmen will, das ist nicht schwer. Nächstes Jahr? Genau, wir suchen noch Casting. Und brauchst auch keine Hose, weil das sieht eh nie, also sieht ein bisschen ab hier zu sehen. Und habe ich richtig verkackt. Ich habe ganz oft beim falschen Player Play gedrückt, der lief. Und dann war die Mucke aus. Ist aber nie einem aufgefallen. Also, falls es heute passiert, jetzt wissen es alle. Das passiert mir andauernd, weil ich kann links und rechts nicht auseinanderhalten. Und das passiert immer wieder, ja. Hast du das Publikum gerade als anspruchslos bezeichnet? Dass ja, es kann man so sagen, ja. Ey, apropos Publikum, die Fuku. Ja, klatsch mal. Ja. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Und anspruchslos. Ey, die Fuku-Crowd ist die heftigste Crowd, die ich jemals hatte. Ich habe bei einem anderen Christin-Festival aufgelegt, vor 10.000 Leuten. Die waren nicht annähernd so heftig wie ihr. Also, ihr seid einfach krass. Oh also, yes, oh yes. Also nochmal einen fetten Applaus für euch. Also, der Typ von den Obros hat gesagt, ey, du kannst hier selbst Biene Maya anspielen, die würden abgehen. So also, das ist einfach nur krass. Geil, Alter. Ich hab das nicht. Wie geht der Song denn? Vielleicht können wir den anstimmen. In einem unbekannten Land, dum, 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 dum. Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. Dum, 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 dum. Und diese Biene, die ich meine, sie heißt Maya. Dum, 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 dum. Zeig uns das, was dir gefällt. Und diese Biene. Unfassbar, ihr seid unfassbar. Geil. Peppi, du hast ja auch immer so zwei Maskottchen, zwei Tiere dabei. Ja, Krake und Hai. Jawohl. Gibt es da irgendwelche geilen Geschichten, die du uns zu den beiden erzählen kannst? Ja, also wenn du mal den Job als Maskottchen angeboten kriegst, sag nein. Weil du bist einfach
ich will nicht sagen Opfer Nummer 1, aber du leidest. Weil es gibt über die Krake und den Hai zwei Stories, war immer dieselbe Person. Das erste ist, als die Person in einem Hai-Kostüm war, haben wir irgendwann die dumme Idee gehabt, draußen mit 30 Leuten einen Schweinehaufen auf den Hai zu machen. Und davor gab es Bockwurst und Nudelsalat, kennt ihr alle? Ende der Geschichte war, dass die Person ins Hai-Kostüm, also nicht cool. Das riecht man bis heute. Bestimmt, wir haben es auch nie gewaschen, weil das ist Erinnerung. Also wenn du mal ein Hai-Kostüm, da klatscht einer, du bist nächstes Jahr der Hai. Sehr gut. Und die Krake war auch nicht besser dran, weil die Krake haben wir mal ein Schlauchboot gesetzt und haben die auf euch losgelassen. Und ich wusste in dem Moment, wo wir das Schlauchboot auf die Leute geschickt haben, das ist eine One-Way-Reise, die Person kommt nie zurück. Und dann kam der Drop vom Beat und das Schlauchboot hat so einen Linksschlag gekriegt. Der Typ ist rausgeflogen und wir haben eine GoPro-Aufnahme, wo man beim Aufprall auf dem Boden hört, aua, mein Rücken. Also, und das Witzige war, eigentlich nicht witzig, aber alle Leute sind einen Schritt zurückgegangen, als der gefallen ist. Keiner hat ihn aufgefangen. Also, wenn du mal ein Maskottchen-Kostüm angeboten kriegst, so lustig das aus, sag nein. Das ist nicht cool. Affenkostüme gehen noch. Krake ist schlimmer. Krake ist echt schlimm, gehört, ja. Hab ich gehört. Ja. Geil. Ey, wir haben verschiedene Sachen eigentlich für die Pre-Show als Option gehabt. Das ist ganz schön hier. Es gibt eine Sache, die ich unbedingt mal tun wollte hier. Ihr könnt, ich hol mal kurz Utensilien. Quatschen wir mal weiter, ja? Ja, mach mal weiter. Ja, ich habe noch ein paar Fragen. Für alle, die das erste Mal hier waren, wie hat es euch bisher gefallen? Die erste Mal hier waren. Okay, und dann ganz wichtige Frage, wer kommt denn nächstes Jahr wieder? Perfekt. Das sind jetzt aber noch nicht so viele, oder? Nee, das geht auch lauter. Wer kommt nächstes Jahr wieder und bringt noch jemand mit? Perfekt. Alle Tickets direkt verkauft. Super. So. Jetzt haben wir hier noch, wir haben noch ein paar Spiele vorbereitet. Die wollten wir eigentlich gestern machen, aber irgendwie sind wir gestern... Tatsächlich. Hatten wir anderes vor. Eigentlich hatten wir gestern als Pre-Show so eine Game-Show geplant und wollten nur ein kurzes Warm-Up vorher machen. Und plötzlich seid ihr eskaliert und wir haben einfach... Mit euch kann man kein kurzes Warm-Up machen. Richtig, deswegen... Aber es geht eine Sache, ich habe so einen Schaumstoff-Golfball und ich wollte unbedingt jemanden von der Bühne schlagen, wenn es bei der Game-Show nicht geklappt hat. Wer möchte ihn auffangen? Der tut nicht weh. Also ich würde an deiner Stelle nicht Richtung Kamera schießen. Empore? Geil, vielen Dank euch, das war hervorragend. Der Countdown geht auch gleich los. Viel Spaß auf die Session, wir haben richtig Bock, genießt es. Bis dann, ciao.
hoch, wer von euch ist alles müde? Okay, oben auf der Empore schläft jemand neben dem. Schüttelt ihn mal richtig durch. Wer braucht alles einen kleinen Wachmacher? Wer braucht einen kleinen Wachmacher? Hier drin sind ein paar kleine Wachmacher für alle, die müde sind. So, wenn du müde bist, heb deine Hand hoch. Okay, Sebi, sollen wir den Leuten ein bisschen helfen, die Session überhaupt zu erleben? Let's do it. Okay, let's go. Habt ihr Bock auf Center Shots? Let's go! Okay, ich glaube... Du bist auf die Empore hochgekommen. Ich hab's versucht, aber ich hab's nicht geschafft. Ich glaube, wenn die alles gegessen haben, dann sind die so wach. Ich glaube, dann können wir starten mit der Session, ey. Wahnsinn, hey, wir haben einen richtig spannenden Tag, letzten Tag vor uns. Und es ist so schön, dass du da bist und hoffentlich gut geschlafen hast auf deiner Luftmatratze oder wo auch immer du dir eine Nacht verbracht hast. Hey, wir steigen in diesen Tag ein mit einer großen Erwartung, dass Gott wieder Großes wirkt. Wir sind alle noch so bewegt von dem, was gestern alles passiert ist. Viele Dinge, die nicht geplant waren, wo wir einfach gemerkt haben, Gott ist hier und er wirkt. Wir haben Heilungen erlebt an Körper, Seele und Geist. Was für einen unfassbar starken Gott haben wir, dem wir unser Leben hingeben dürfen und auch jetzt erwarten dürfen, dass er sehr, sehr persönlich heute Morgen und auch heute Nachmittag noch zu uns reden wird. Und das Verrückte ist, wenn wir solche Zeiten haben, wo wir Gott so stark erleben, erleben wir auch Momente, wo der Durcheinanderbringer versucht, diese Dinge zu, oder die Pläne zu durchkreuzen. Und wir könnten einige Storys erzählen, was im Vorfeld und auch während der FIUCO alles so im Hintergrund passiert ist, wo wir gemerkt haben, der Teufel will hier wirklich auch Dinge echt durcheinanderbringen und uns stören. Und es gibt so ein paar sensible Bereiche, wie zum Beispiel der Catering, ne, die Verpflegung. Und ich weiß gar nicht, manche von euch haben das vielleicht mitbekommen, dass am Samstag oder in der Nacht von Samstag auf Sonntag, warum auch immer, der ganze Kühlraum, da gab es einen Shutdown. Einfach, war kein Strom mehr da. Und über Nacht ist also das Essen gekippt, was das große Catering-Team für uns vorbereitet hat. Über 2.500 Mahlzeiten. Und das habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass in kürzester Zeit dieses Catering-Team irgendwie versucht hat, neues Essen herzustellen, ja, damit wir am Mittag satt werden konnten. Und dann war aber immer noch die Frage offen, hey, und was kochen wir dann am Montagmittag? Ja, also die Mahlzeiten wurden immer irgendwie nach vorne verzogen. Und ihr wisst, Pfingsten, die Läden haben alle zu. Ja, und wir haben gebetet, Gott schenkt irgendwelche Lösungen, dass wir am Montag noch irgendwie euch ein bisschen was zum Essen geben können. Ja, dass wir nicht alle zum Meckes fahren müssen oder so. Wäre auch witzig gewesen. Und es ist wirklich... Es gab Lösungen und wir möchten einfach an dieser Stelle dem Catering-Team zum einen wirklich Danke sagen für das, was sie geleistet haben. Ja, unfassbares geleistet haben. Und wir laden sie mal kurz ein, wir sind sogar hier. Kommt mal gerne auf die Bühne. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch. Und es ist so, auch
Moritz ganz außen ist der neue Chef hier. Er musste kurz bevor es den ersten Corona-Lockdown gab, ne, hatte das Catering hier in der Sieglandhalle übernommen und ist in wirklich eine herausfordernde Phase reingekommen. Zum großen Teil auch ein neues Team zusammenstellen müssen, mussten irgendwie überleben. Jetzt diese Veranstaltung hier ist, glaube ich, die größte über so eine lange Zeit, die ihr habt. Das ist auch wirklich eine Challenge gewesen, überhaupt das alles zu planen. So, und jetzt ist es aber noch Folgendes, dass durch diesen Ausfall natürlich auch unfassbar hohe Kosten entstanden sind. Ja, kannst du mal vielleicht versuchen auszurechnen, ja, wenn 2.500 Mahlzeiten ausfallen, ja, das geht in, ja, wahrscheinlich über die, ja, 10.000 Euro oder mehr. Könntest du vielleicht genau sagen. Ja, also das ist einfach ein unfassbarer Betrag, der jetzt irgendwie auch noch auf ihn lastet. Und wir haben auch im Vorfeld wirklich versucht, genau, das alles möglich zu machen. So, Freunde, wir haben einfach gesagt, wir stehen hier zusammen, auch mit den Veranstaltern der Sieglandhalle, mit dem Catering. Und wir tragen einander und wir stehen da zusammen, ein Mann. Und deswegen haben wir uns entschieden zu sagen, hey, wir wollen diesem Catering-Team einfach das größte Trinkgeld geben, was sie wahrscheinlich jemals in ihrem Dasein hier erlebt haben oder auch erleben werden, keine Ahnung. Weil wir einfach sagen, wir wollen großzügig sein. Gott hat uns mit so vielen beschenkt, ne? Uns geht es so, so gut. Und dass wir einfach sagen, hey, wir wollen das Team darin unterstützen, weil es wirklich eine finanzielle hohe Belastung ist, auch für so ein Catering-Team. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir einfach gleich nochmal die Becher durch die Reihen gehen lassen wollen. Und auch per PayPal kannst du gleich hier ein Foto machen und einfach sagen, hey, ich gebe diesem Team einfach ein Trinkgeld für diese Arbeit, die sie leisten und dass sie irgendwie auch diese Kosten, diese Ausgaben, die sie haben, decken können. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich werde aber jetzt einfach noch gern für das Team hier auch beten und euch noch segnen. Genau. Dass solche Störungen einfach auch hier keinen Platz mehr haben. Und wir danken dir, Gott, dass du wirklich so ein großartiger, guter Gott bist, der uns versorgt, der uns sieht. Hey, und selbst wenn die Dinge scheinen, dass es irgendwie alles chaotisch wird und dass wir keine Lösung finden, dann hast du die Lösung. Und deswegen danken wir dir, dass wir hier zusammenstehen dürfen vor dir und dass der Durcheinanderbringer es nicht schafft, uns hier auseinanderzutreiben. Sondern wir stehen zusammen und wir ehren dich und deinen Namen. Und wir segnen das Catering-Team, die Firma, dass sie flourisht, dass sie stark wird und dass sie gute Umsätze hier macht und dass sie die Menschen, die hierher kommen, ihnen dienen können, auch in deinem Namen dienen können und ihnen einfach helfen können, dass Menschen hier ein- und ausgehen und sagen, ich wurde hier gesegnet. Vielen Dank, Gott, dass du mit diesem Team bist und uns so gut versorgst. Und danke, dass wir das bisschen zurückgeben dürfen, eben genau, was du uns gibst. Wir lieben dich, Jesus, und ehren deinen Namen. Amen. Amen. Gib nochmal einen fetten Applaus. Yes. Genau. Vielen Dank euch. Cool. Ja. Nochmal, vielen Dank euch. Ja. Ja. Alles Gute. Okay. Yes. Dankeschön. Gerne. Gern. Ciao. Dankeschön. Alles. Vielen Dank, Vincent. Danke dir. Gell. Yes. Danke. Vielen Dank. Ciao. Alles gut. Danke. Speak to me. When the silence steals my voice, you understand me. You understand me. Come to me in the valley of unknowns. You understand me. You understand me. You understand me, God. Understand me, so I throw all my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. I stop all negotiations with the God of all creation. You're bigger than I thought. Thank you.
Freunde. Habt ihr Bock auf ein Spiel? Oh yes. Ich glaube, Thoralf hat nämlich auch richtig Bock auf ein Spiel. Ihr erinnert euch noch, Samstag, Fjugolf, Team Blau. Das war hervorragend. Und Thoralf hat gefragt, ob wir eine kleine Revanche spielen könnten. Und da sagen wir natürlich nicht nein. Also gibt es eine Revanche. Wir spielen aber nicht Fjugolf, sondern etwas anderes. Und zwar das legendäre Spiel Pfong. Richtig. Ich erkläre es noch. Richtig, jawohl. Was ist Pfong? Pfong, richtig. Das ist eine hervorragende Frage. Einige von euch kennen wahrscheinlich den Spieleklassiker Pong. Dieses Spiel, wo so zwei Kellen sind und man so den Ball so in so einem Ding spielt, ne? Genau das spielen wir jetzt in der Fjuko Crowd Game Variante. Also Pong, Fjuko, Pfong. Ganz klar, oder? Hinter uns sehen wir schon unser Spielfeld und das Spiel funktioniert wie folgt. Wir haben jeweils hier einmal Team Blau und Team Rot. Also hier ist Team Blau, da ist Team Rot. Und wir haben eine Kelle. Die wird gesteuert, indem ihr brüllt. Wenn ihr laut brüllt, geht sie hoch. Wenn ihr leise brüllt, geht sie runter. Das proben wir aber gleich noch. Und dann... Oh ja, ihr habt Bock, das ist gut. Und dann wird es so sein, Leute, ich rede im Mikrofon gerade, also es bringt gar nicht, dass ihr gerade schon mal ausprobiert. Wir probieren das alles gleich aus. Und zwar wird es dann so sein, dass wir gegenseitig brüllen und wer als erstes 5 Punkte hat, hat das ganze Ding gewonnen. Okay, steht schon gerne mal auf. Wir machen erstmal eine kleine Stimmaufwärmübung, noch als ganze Crowd gemeinsam, damit unsere Stimmorgane wirklich da sind. Wenn ich sage, gleich geht's los. Und zwar, bei diesem Spiel kommt es auf Präzision an. Auf Präzision, dass man genau so 20%, 40%, damit man den Ball gut spielen kann. Deswegen machen wir das genau jetzt so. Und jetzt brüllen wir alle mal auf 20% Stimmvolumen. 20%. 40%. 80%. Und die vollen 100! Und jetzt 0! Oh yes, come on. Ich glaube, ihr seid sehr gut vorbereitet. Und damit wir auch gleich das Ganze gut spielerisch darstellen können, wir teilen die halbe Hälfte wieder hier. Hier ist Team Blau, da ist Team Rot. Und jetzt machen wir abwechselnd. Ihr schreit jetzt jeweils vielleicht auf 60% ungefähr. Und ich zeig an, ihr brüllt, dann brüllt ihr. Damit wir lernen, schnell leise zu sein. Denn das ist sehr, sehr wichtig bei diesem Spiel. Okay? Team Blau! Team Rot! Und Team Blau! Team Rot! Team Blau! Team Rot! Oh yes, ich glaube, ihr habt's drauf. Ich schlage vor, wir spielen mal einen Probedurchgang, okay? Seid ihr bereit? Okay. Und dann lasst uns den Probedurchlauf beginnen. Und das Spiel beginnt in 3, 2... Ihr müsst schon mitspielen, Freunde. Lass uns noch einen Probedurchlauf machen, okay? Dann funktioniert es hoffentlich noch besser. Okay. Geil. Perfekt. Das war der Probedurchlauf. Ich glaube, ihr habt das Spielprinzip verstanden. Und wir spielen, bis ein Team 5 Punkte hat. Und mal sehen, wie es ausgehen wird. Habt ihr Bock? Okay.
dann lass uns loslegen. Es steht 0-0. Es geht los. Komm, Leute, konzentriert euch, ihr müsst brüllen und schreien sein. Schafft das, Leute, ihr schafft das. Es wird immer schneller. Komm, Leute, noch ist nicht verloren, noch ist nicht verloren hier. Wir brauchen nur noch einen Punkt, Freunde, einen Punkt noch. Komm, noch mal alles geben hier. Richtig feiern hier, Team Blau, wir sind aber die Besten! Und der Gewinner in Pong ist Team Blau. Applaus für die beiden! Für Yuko! Ihr seid die Besten, es macht so Bock mit euch Games zu spielen, ihr könnt euch gerne hinsetzen, es ist hervorragend. Das war's mit diesem Spiel. Jetzt erstmal wieder runterkommen. Wir sind raus. Wir sind raus, wir verabschieden uns. Macht's gut! Wahnsinn, Omsis, ihr seid einfach die Raketen, diese Fiyuko. Wir lieben es, mit euch zu feiern und so viel zu lachen. Und wir lieben es natürlich auch, mit euch Zeiten hineinzugehen, wo wir Gott anbeten. Ja? Das tun wir unter anderem durch die Lieder, die wir singen, wo wir ihm das zusingen, aber auch durch unser Leben. Und wir möchten jetzt einfach nochmal, auch wenn es ein bisschen ein harter Cut ist, ja, diesen Moment der Stille nochmal haben. Vielleicht erinnerst du dich noch, daran hatten wir diesen Moment, wo wir uns fokussiert haben darauf, mit welchem Gott wir es hier zu tun haben. Dieser Gott, dieser Vater, der jetzt in diesem Moment erhoben ist, umgeben von Engeln ist, die ihn anbeten und zurufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und wir dürfen damit hineingehen, mit einstimmen und diesen Gott, diesen Vater anbeten und ihn bitten, hey, dass er sich heute Morgen dir und mir neu zeigt. Dass unser Bild größer wird von dem lebendigen Gott. Aber weißt du, ich wünsche dir das auch für deine Zeit, für heute Nachmittag, wenn du wieder abreist. Wenn du nach Hause gehst und zu Hause ankommst, dann fühlt sich das vielleicht so ein bisschen an wie,
die Zeit ist irgendwie stehen geblieben, es ist so viel passiert und dein Herz ist so voll, ja, und es werden wieder Dinge kommen, vielleicht die Themen kommen, die versuchen, dich einzunehmen. Und die stärkste Waffe, die wir wirklich haben, ist die Zeit der Stille zu nehmen. Und auch das wissen wir, dass es am meisten umkämpft wird in unserem Alltag. Oh, ich gucke so schnell immer auf dem Handy, viel, viel schneller, als dass ich mir die Zeit nehme, einfach mal kurz zur Ruhe zu kommen und zu fragen, Geist Gottes, was geht gerade? Was willst du mir eigentlich gerade sagen? Und ich möchte es wirklich aufs Herz legen, dass du das mitnimmst, die immer wieder diese Stille suchst, gemeinsam mit Gottes Wort, gemeinsam mit dem Geist zur Ruhe zu kommen und dir von ihm sagen zu lassen, wer du bist, um was es geht, dich zu fokussieren, damit ich die Dinge nicht einnehmen dürfen und dir das nicht rauben dürfen, auch das, was du hier erlebt hast. Und deswegen lasst uns jetzt kurz diesen Moment der Stille haben und die Augen schließen und das wahrnehmen, dass der Vater im Himmel, dass er dich sieht, Jesus, dass er dir diesen Hug gibt, diese Umarmung gibt, dass der Geist in dir lebt und heute Morgen zu dir sprechen wird. Von meiner Geschichte erzählen. Vor der FIJUKO, boah, das war echt teilweise richtig hart für mich. Vor ein paar Jahren, da hatte ich mit Themen zu tun wie Depression, mit Essstörungen und dann irgendwann hat Gott mich aus dem Loch rausgezogen und ich dachte, boah, ich kann jetzt ein Leben leben in Freiheit und alles ist gut. Aber Anfang des Jahres sind so viele Themen nochmal so hochgekommen. Und ich habe so viel Schmerz noch mal erlebt, wo ich eigentlich dachte, dass ich das schon längst losgelassen habe. Und irgendwie hatte ich voll Angst. Ich hatte Angst, damit zu Gott zu kommen, weil ich dachte, wenn ich jetzt mit dem, was mich bewegt, zu Gott gehe, dann tut das richtig weh. Und dann wühlt er überall rum und zieht die ganzen Wurzeln raus. Und das wird richtig hart und das wird ein richtiger Kampf. Und ich wollte das nicht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich habe die Kontrolle selber nicht mehr und ich kann das nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr selbst daraus ziehen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, Gott, ich bin hilflos gerade und ich kann mich nicht mehr festhalten an dem, was ich glaube, was ich kontrollieren kann. Und ich lasse einfach los. Und was ich in dem Moment erlebt habe, ist, dass Gott nicht da rumgewühlt hat oder irgendwas aufgewühlt hat und das schwer war, sondern dass ich gefallen bin in seiner Hand, in seine Arme. Ich bin weich gefallen, ich bin zur Ruhe gekommen, ich durfte wieder Freude empfinden, ich durfte Leichtigkeit empfinden. Die Schwere ging weg. Und ich merke aber, dass ich die Entscheidung jeden Tag neu treffen darf, dass ich heute loslasse von dem, was ich denke, was ich bestimmen kann, dass ich es Gott abgebe und dem Heiligen Geist. Und auch in der Probe, jetzt vor der FIJUKO oder auch zwischen den Zeiten, gab es immer wieder, wo ich dachte, oh, kann ich das wirklich? Habe ich wirklich die Kraft dafür? Aber ich weiß, es geht nicht darum, dass ich die Kraft dafür habe, sondern es geht darum, dass ich in meiner Schwäche an Gott festhalte und er mir die Kraft gibt. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ähnlich und du hast Situationen oder Gedanken, Gefühle oder was du erlebt hast und du kannst nicht loslassen. Aber ich will dich ermutigen, Gott ist gut und Gott ist ein Gentleman. Und wenn du dich bei Gott fallen lässt, dann fällst du weich. Dann fällst du in seine Arme und dann fühlst du dich geborgen.
Und bei Gott ist Hoffnung, bei Gott ist keine Angst, bei Gott ist Hoffnung. Gott, ich danke dir so sehr, dass du mich hältst. Gott, ich danke dir so sehr, dass du bei mir bist, aber dass du bei uns allen bist. Ich danke dir, dass du wirklich einen guten Plan hast, dass du jubelst, wenn du an uns denkst. Ich danke dir für deine Liebe, die uns umgibt. Ich danke dir, dass du hier bist. Amen.
geb ich dir, Herr. Vor dir leg ich alles hin. Du bist alles, was ich will. Alles geb ich dir, Herr. Alles geb ich dir, Herr. Du bist so gut. Deine Nähe umgibt mich. Oh, du tust so gut. Vater, du liebst mich. Es tut so gut. Ich tauch ein in deinen Frieden. Oh, es tut so gut. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir heben unsere Hände, wir heben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir heben unsere Hände. Wir erheben deinen Namen, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist. Du, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Sing mit mir, erhebe den Namen Jesus. Mit uns singen die Engel im Himmel. Mit uns singt die ganze Schöpfung Gottes. Und wenn wir nicht singen, dann singen die Steine. So steht es in der Bibel. Lass uns singen zum Herrn. Shout forth your
jetzt lasst euren Lobpreis aufsteigen zum Himmel. With everything, come on. With everything, we will shout for your glory. With everything, we will shout. Hallo, ich bin Luisa und ich würde euch gerne erzählen, wie ich Jesus im Alltag erlebe. Und zwar habe ich eigentlich immer mit Jesus gelebt und auch viele Sachen mit ihm erlebt. Besonders spüre ich ihn auf die Weise, dass ich Eindrücke in Form von Bildern von ihm bekomme. Aber in letzter Zeit habe ich viel einfach so vor mich hingelebt und habe das sehr für selbstverständlich genommen und dem nicht so viel Bedeutung beigemessen. Und dann vor einer Weile in der Jugend hatte ich eben so ein Bild für eine Freundin und habe ihr das gesagt. Das war einfach ermutigend, irgendwas, eine Nachricht. Und sie ist am Ende auf mich zugekommen und hat mir ihren Respekt dafür ausgesprochen und meinte, dass sie das richtig cool fände, dass ich so Bilder bekomme von Gott und dass sie das noch nie hatte und dass ich da echt dankbar für sein kann. Und das hat mir irgendwie voll die Augen geöffnet und ich habe voll verstanden, dass das gar nicht selbstverständlich ist und dass das voll das Geschenk ist und ich wirklich dankbar dafür sein kann. Und dann habe ich gebetet, ich habe dafür gebetet, dass Gott mich dankbarer macht und dass er mir Gelegenheiten schenkt, das zu üben und einfach durch eben diese Eindrücke und diese Bilder näher zu ihm zu kommen und ihm einfach in meinem Alltag so zu erleben. Und Gott hat dieses Gebet richtig cool erhört. Seitdem habe ich richtig oft Eindrücke von ihm bekommen, auch mitten in meinem Alltag drin, dass ich einfach in der Schule saß und einfach das Gefühl hatte, okay, du musst jetzt für diese Person beten und es sind so intensive Zeiten daraus entstanden und es tut einfach so gut und ich genieße es so sehr, Gott einfach so in meinem Alltag zu erleben. Und ich ermutige euch auch alle dazu, dass ihr euch einfach danach ausstreckt, einfach so einen Zugang zu Jesus zu finden, einfach wie ihr Gott in eurem Alltag erleben könnt. Wir freuen uns, dass wir euch jetzt einen unglaublichen Typen vorstellen dürfen. Er ist ein Jongleur der Worte,
Sein Brain ist voll von den verrücktesten und kreativsten Gedanken. Ja? Wahnsinn. Ein Tag in seinem Kopf wäre wirklich mal spannend. Er ist immer positiv und absolut liebenswert. Unser guter Kollege und Freund Christian Alloway. Einzigartiges Auto. Rest in peace. Lukas Berg, wo du bist. Hey, ganz viel Gebet für dich. Ganz viel Gebet für dich. Ich bin's wieder übrigens. Moin. Ja. Christian, du wirst gleich predigen. Die Leute kennen dich ja schon von Instagram, spätestens jetzt so. Und die wissen inzwischen, dass du gut Stimmung machen kannst, dass du gut schreien kannst. Und wir haben uns gedacht, wir wollen den Leuten aber auch noch so deine wahren Glanzseiten jetzt hier mal vorstellen. Und wir haben schon deine erste große Liebe gesehen, der gelbe Lupo. Und dann hast du den eingetauscht in eine noch viel größere Liebe und hast letzten August deine Maddie geheiratet. Und wir wollen, haben sie mal gefragt, was sie so über dich denkt. Nice. Was ihr wissen müsst über Christian, was sein größter Tick ist, ist, dass er ein richtiger Allmann ist. Und zwar folgendermaßen wird hier jede einzelne Pfandflasche, die in unserem Haus ist, ausgespült. Per Hand. Mit Liebe. Und dann erst zurückgebracht. Was ich lieben gelernt habe in den letzten 3 Jahren Beziehung mit Christian, ist seine Begeisterungsfähigkeit über die kleinen Dinge wie einen Universalmüllbeutel, der in jeden einzelnen Mülleimer reinpasst, oder die großen Dinge, wie leidenschaftlich er für Kirche ist, für das Wort Gottes, oder generell alles, was er macht, macht er mit voller Leidenschaft, mit voller Hingabe, und das liebe ich einfach an Christian. Aber am meisten liebe ich einfach, dass ich jeden Tag mit meinem besten Freund verbringen darf. I love you. Oh mein Gott. Elvis. Das Schöne ist auch, Christian, genau, wenn man Christian kennt, dann würde man meinen, dass er eigentlich in Köln geboren ist. Ja? Er liebt eben nicht nur Maddie, er liebt nicht nur vieles andere, sondern er liebt Köln. Ja? Gibt es Kölner hier? Alright. Welcome Köln. Und genau, wenn du so redest, ne, meint mal, du kennst jede Person, jeden Laden, jede Ecke. Köln ist deine Hood, wo du zu Hause bist. Und dann haben wir einfach mal gedacht, wir fragen doch mal die Kölner Leute, hey, was sie einfach so an dir finden, wie sie dich so erleben. Und haben einfach mal da ein paar Kölner mal abgecheckt. So, let's see, was sie zu antworten haben. Alter, hier in der Fendorstraße, ne? Ach, es ist richtig schön hier, Christian, es ist richtig schön. Hallo, hey, ganz kurz. Kennt ihr Christian Alloway? Ja. Christian Alloway? Aber natürlich kenne ich Christian. Er ist die verdammte Mutter Teresa von dieser Straße. Er ist der allerbeste. Erinnert sich letzte Woche noch an unsere Katze vom Baum da? Ja, genau. Als sie gerettet hat? Ja. Christian, er hat alles gegeben. Der Beste. Wenn ihr ihn bald seht, grüßt ihr von uns. Ja, mir, der klar. Wenn Christian auf der Tür kommt, dann kommt die Sonne auf. Ja. Hey, hallo. Hi. Kennt ihr Christian Alloway? Christian, ja klar. Hi. Ist der Christian, der Platz wurde doch gerade nach ihm benannt. Christian, mit dem habe ich hier schon im Sandkasten gespielt. Christian Alloway. Ja klar, ja sicher. Der passt immer auf meinen Hund auf, wenn ich niemanden habe. Ich wollte mal fragen, kennst du den Christian eigentlich? Ja, der eine Christian? Der Christian, genau. Ja, der Freude, ja, ne? Genau, ja. Mit dem plane ich meinen Sommerurlaub. Ernsthaft? Ja, Mann, geiler Crazy, Typ ist das. Richtig geiler Typ ist das. Geil. Hey, Toref, ne? Wirklich, jeder kennt hier Christian Alloway. Wahnsinn. Der Typ ist einfach der Boss. Ey, Wahnsinn. Die ganze Stadt kennt dich schon. Wahnsinn. Was wir auch als deine Kollegen und Freunde immer wieder hören, das merkt man auch, weißt du, ihr lebt nicht nur in Köln, weil da der Dom ist und der Rhein durchfließt und weil da der FC ist, nein, sondern auch, weil ihr ein echtes Anliegen für die Menschen habt. So, ihr investiert Vollgas bei Hillsong Köln, damit wirklich Menschen in dieser Stadt Jesus Christus kennenlernen. Und wir haben mal Pastor Julian gefragt, so, warum Hillsong Köln durch dich eine bessere Church ist.
Christian macht uns alle besser und auch hier bei Hillsong Köln ist er ein absoluter Gewinn für uns. Wo auch immer er ist, sprudelt positive Energien, sprudelt Jesus und sprudelt so einiges mehr. Vor allem beim Umbau war Christian trotz seiner zwei linken Hände eine Riesenhilfe. Ich kann da jetzt viel zu erzählen, aber vielleicht schaut euch einfach selbst mal das nächste Video an. Ey, da hatte ich keine Aktie drin. Da hatte ich keine Aktie drin. Hätte aber auch passieren können. Hätte auch. Christian, wir lieben einfach dich als Person so sehr und wir lieben es vor allem so diese Mischung eben zwischen deinem Humor, wirklich deiner Craziness, aber eben auch deine Tiefe und deine Liebe, die wir immer wieder so im Team erleben, deine Liebe zu Gott und zu seinem Wort, ne? Und da werden wir auch gleich eben eintauchen und ein bisschen davon schmecken dürfen, was der Geist Gottes ihm auch in der Vorbereitung aufs Herz gelegt ist. Darauf freue ich mich wirklich sehr, ne? Aber ich will einmal noch was zeigen, woran man auch wirklich sehen kann, dass Christian wirklich tief verwurzelt ist in dem Wort Gottes. Das ist ein kleines Example. Man sieht, er arbeitet mit dem Wort Gottes richtig tief. Und deswegen, Christian, danke, dass du uns heute Morgen segnest. Ich bete noch für dich und dann freuen wir uns auf das, was Gott durch dich sprechen wird. Herr, wir danken dir so sehr, dass du Christian gemacht hast. Wir danken dir für sein Leben. Wir danken dir für das, was du in ihn reingelegt hast. Wir danken dir für Menschen, die ihn gefördert und geprägt haben. Und wir freuen uns darauf, jetzt zu hören, was du durch ihn zu uns sprechen möchtest. Christian, wir segnen dich in der Autorität Gottes für diese Predigt, dass es Gottes Worte sind, die du sagst. Wir freuen uns darauf. In Jesu Namen. Amen. 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 Vielen, vielen Dank. Hey, Applaus für Luis und Sie. Was war das denn, ey? Oh, sehr gut. Fiuk, es ist richtig, richtig schön, jetzt gerade hier zu sein, egal in welche Richtung ich blicke, ob in die Front Row mit einer meiner engsten Personen. Richtig schön, euch zu sehen, jetzt gerade hier zu sein und mit euch dieses Pfingsten zu feiern. Wie hat euch bisher die Fiuk gefallen? Wie waren die Predigten von Dan und Matthias? Yes, die waren schon richtig krass. Freunde, ich weiß selber nicht, was momentan auf der Fiuk abgeht. Ich weiß nicht, bis heute nicht, was gestern an diesem Tag passiert ist, sowohl morgens als auch abends. Und wir hoffen wirklich, dass heute spätestens an diesem Tag ihr nachmittags nach Hause fahren werdet, nach Habetorf, nach Dreieich, wo auch immer ihr herkommt und ihr erfüllt seid. Gibt ein paar. Und ihr erfüllt seid mit dem Heiligen Geist, mit seiner unglaublichen Güte und ihr ihn am Montagnachmittag, heute Nachmittag besser kennengelernt habt und ihn besser kennt als noch am Samstagnachmittag. Und wie ihr es gerade schon gesehen habt, also für mich ist heute auch ein ziemlich spezieller Tag. Der 6.6. kann man sich eigentlich auch relativ gut merken. Denn heute vor 3 Jahren ist etwas passiert, das mein komplettes Leben verändert hat. Es war das Beste nach meiner Entscheidung für Jesus, das mir jemals widerfahren ist. Und zwar habe ich heute mein 3-jähriges Jubiläum mit meiner Frau Madeleine. Richtig gut. Yes! Ey, dass wir zusammen sind und wie wir auch zusammengekommen sind in dieser gelben Knutschkugel, ist das größte Zeugnis, dass Gott immer noch heute am Wirken ist. Madeleine, ich liebe dich mehr denn je und ich freue mich auf unsere 1000 Jahre Ehe. Das wird richtig, richtig gut. Yes! Oh. Genau, wir wollen uns heute darüber Gedanken machen, nicht ob du den Heiligen Geist empfangen hast oder wer der Heilige Geist ist, das haben wir in den letzten 1-2 Tagen mit erfahren, sondern heute geht es darum, in dieser Session und auch in der nächsten von Dan, wie kannst du in deinem Alltag erfüllt sein mit dem Heiligen Geist? Wie kannst du Pfingsten
jeden Tag bei dir zu Hause erleben? Wie kann Fiyuko bei dir in deinem Zimmer sein, in deiner Umkleidekabine von deinem Fußballverein? Dass es nicht so ist, du hast Fiyuko und da hast du eine Begegnung mit Gott und mit dem Heiligen Geist, sondern wie kannst du ständig neue Begegnungen haben mit dem Heiligen Geist? Und wenn du in die Bibel mal reinschaust, vor allem in die Apostelgeschichte, dann liest du ganz oft dieses Wording, diesen Ausdruck, dass die ersten Jünger und die ersten Apostel erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Ihr müsst mal darauf achten. Apostelgeschichte 1, 2, da ist das Pfingstfest, da kommt der Heilige Geist zum allerersten Mal. Und danach erfüllt er die Leute immer und immer wieder. Es war nichts anderes, sondern der Heilige Geist kam immer wieder. Und was das mit dem Leben der Menschen gemacht hat, das wünsche ich mir so sehr für mein Leben, für dein Leben. Du liest Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist, steht dort, hält eine unglaubliche Predigt, die tausende Menschen zur Umkehr ruft. Barnabas, erfüllt mit Heiligem Geist, predigte auf all seinen Missionsreisen. Stephanus, erfüllt mit Heiligem Geist, hielt die krankeste Rede vor einem Gericht, wo er die komplette Story von Gott erzählt hat, von Anfang der Bibel, von der Schöpfung bis hin zur Offenbarung. Und erfüllt mit Heiligem Geist, steht dort, blickte er zum Himmel, sein Gesicht strahlte wie bei Engelslicht. Und predigte das Wort Gottes, weil er erfüllt war mit Heiligen Geist. Genauso auch Saulus bzw. Paulus, wie wir ihn kennen von vielen Briefen, die schon Matthias und Dan vorgelesen mal haben, hat durch die Erfüllung des Heiligen Geistes gefühlt das ganze Neue Testament geschrieben. Wie können wir erfüllt sein mit genau diesem Heiligen Geist? Wie kann das, was du in der Bibel liest, was hier passiert, heute, gestern und vorgestern, wie kann das in dein Leben kommen? Denn ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, dass euer geistliches Leben von der Fiyuko abhängig ist. Dass ihr jetzt hier geistig auftankt, dass ihr hier Gott begegnet und dann ein Jahr lang eine Dürrephase habt, bis wir uns wieder hier treffen, bis wir hier zu einem nächsten Thema Gott begegnen, bis wir wieder mit einer starken Band Lobpreis haben und ihr dann wieder einen besonderen geistlichen Schlüsselmoment habt. Wir Jumis, ich wünsche mir von tiefstem Herzen, dass ihr eine intime Beziehung mit diesem Gott habt, jeden Tag am Pfingstmontag, am Dienstag, am Mittwoch und alle anderen 365 Tage im Jahr, dass ihr tief verwurzelt seid mit diesem Unknown God. Und als ich mir dann die Frage gestellt habe über Erfüllung des Heiligen Geistes, ich habe echt viel gerungen mit dieser Predigt, was ich euch sagen möchte, was ich euch nicht sagen möchte, was der Geist euch sagen möchte, da kamen mir dann diese drei Fragen über Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das erste ist, warum sollten wir uns überhaupt erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist? Warum überhaupt? What's so special about it? Dann was ist denn überhaupt Erfüllung mit Heiligen Geistes? Was ist die Kernessenz dieser Erfüllung? Und das Dritte, wie kann ich mich denn dann in meinem Alltag erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist? Seid ihr ready, diese drei Fragen beantwortet zu bekommen gemeinsam? Yes? Oh, okay. Ich habe auf jeden Fall Bock. Richtig gut. Kommen wir zum allerersten. Warum sollten wir uns überhaupt erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist? Ich weiß nicht, wie du selber von dir denkst. Aber weißt du, wie Gott von dir denkt? Gott hat dich berufen, um heilig zu sein. Gott hat dich berufen, um heilig zu sein. Er schreibt selber noch im Alten Testament, ihr sollt heilig sein. Und warum? Weil ich heilig bin. Gott ist die höchste und heiligste und herrlichste und schönste Kreatur. Das schönste und heiligste Wesen. Und weil er dich geschaffen hat, in seiner unglaublichen Schönheit und Heiligkeit, bist du heilig. Bist du heilig und bist du berufen, um heilig zu leben und seinen Willen zu tun und dich mit dem zu erfüllen, was Gott für dich bereithält. Und da ist dann immer die Frage, auf wen höre ich jetzt in meinem Leben? Was darf ich jetzt noch machen? Was ist richtig? Was ist falsch? Tagesschau-App, Tagesschau bei Instagram, gibt mir so viele Wahrheiten, gibt mir so viele Meinungen.
Auf YouTube sehe ich den einen oder anderen Blogger, was weiß ich, die machen irgendwelche Livestreams, Twitch, die haben auch so viele Meinungen. Worauf höre ich jetzt? Womit lasse ich mein Herz eigentlich füllen? Wie komme ich dahin zu dieser Berufung, um heilig zu sein? Und oft kommt dann diese Frage dann auf, okay, ich will heilig sein, let's go. Ich will Gott in meinem Leben erleben. Aber ich hätte schon Bock, mit meinen Jungs noch Shisha zu rauchen. Und ich hätte schon noch Bock, raven zu gehen. Du weißt, Samstagabend wird richtig wild, wird anders wild. Und dann kommt man ganz oft so auf diese Kernfrage. Okay, hold on. Ich will Gott begegnen, aber irgendwie habe ich auch Bock, mein Leben zu genießen. Let's be honest, Christen sind ja auch richtige Schnarchtüten. Von daher, wie kann ich mich in der Mitte finden? Und dann kommt oft diese Frage auf, die ich oft gehört habe, mir selber gestellt habe. Okay, darf ich als Christ, keine Ahnung, Shisha rauchen? Darf ich denn als Christ mit meiner Freundin rumknutschen? Darf ich denn als Christ mit meiner Freundin Händchen halten? Darf ich als Christ, you name it, egal was? Vielleicht hast du diese Frage auch schon mal deinem Jugendleiter gestellt und vielleicht hat er auch noch keine Antwort. Ich habe mich damals immer gefragt, darf ich als Christ auf die Kirmes gehen? Das war irgendwie so meins. Wisst ihr was? In meinem Dorf, in Wiedenest, in Beckneustadt, wo ich herkomme, da ist an Pfingsten, let's go, da ist an Pfingsten immer die Pfingstkirmes. Yes! Breakdance, Autoscooter, alles, was das jugendliche Herz begehrt. Und dann dachte ich, boah, darf ich das als Christ irgendwie? Keine Ahnung. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ich gehe nicht mehr auf die Kirmes, ich gehe zu Fiyuko. Ich war erst 16, gefühlt zu spät, ich hätte es am liebsten noch früher erfahren. Und dann merke ich, wie diese Frage, darf ich als Christ ABC, mich überhaupt nicht weiterbringt. Denn wisst ihr was, diese Frage, darf ich als Christ, ist die komplett falsche Frage. Was willst du mit dieser Frage bewirken? Du willst mit dieser Frage bewirken, ich will hier stehen bei Gott, in seiner Präsenz, in seiner Gegenwart, ich will Pfingsten erleben in meinem Herzen, come on! Aber wie weit kann ich mich entfernen von meinem Versiegelung von Heiligen Geist, ohne dass ich mein Ticket für den Himmel verliere? Wie weit darf ich hier hingehen? Ah, hier geht's. Okay, hier ist es noch drin, hier ist mein Ticket noch gültig. Aber hier habe ich das Leben. Paulus sagt genau zu dieser Frage, und vielleicht wird euch das freuen, Paulus sagt, alles ist mir erlaubt. Amen, schön, dass ihr da wart. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Und da ist dann für mich die Frage, womit bist du erfüllt? Jeder von uns Menschen ist erfüllt mit irgendwas. Und jetzt kommt gerade ein kurzer, harter Vers. Auf den gehe ich nachher noch ein, aber ich möchte ihn jetzt gerade kurz bringen aus Epheser 5. Paulus spricht zu dieser Gemeinde, betrinkt euch nicht mit Wein, sondern lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Aua. Paulus sagt, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist und nicht mit Wein. Ich gehe danach gleich noch drauf ein. Und du kannst bei diesem Wein einsetzen, was du möchtest. Paulus sagt, lasst euch nicht füllen von Wein, denn damit ruiniert ihr euer Leben. Und wenn du dir mal vorstellst, diese Vase hier, diese Schüssel ist dein Leben, ist dein Herz. Und jeder von uns ist mit irgendetwas erfüllt. Irgendwas ist immer in uns, irgendwelche Meinungen, irgendwelche Erfahrungen, irgendwas, was uns passiert ist, woran wir glauben. Und auch irgendwas, was wir machen. Ich weiß nicht, womit du dein Leben bestimmst. Kennt jemand diese App hier? Keine Ahnung. Habe ich auch schon die ein oder andere Minute drauf verwendet. Vielleicht erfüllst du dich mit TikTok, den neuesten Sounds und den neuesten Dances, die ich alle nicht mehr kenne, weil ich werde auch alt. Vielleicht bist du nicht auf TikTok, weil das ist ja eh nur für die kleinen Kinder, sondern bist bei Instagram und bist da bei Reels. Also no difference eigentlich. Und du erfüllst dein Leben mit Instagram, steckst da deine Zeit rein und alles, was du dort siehst und hörst, kommt in dein Leben.
Vielleicht ist dir auch irgendwie wichtig, wie du bei den Boys ankommst. Oder auch irgendwie für die Jungs könnte ich jetzt hier weiße Sneaker auspacken und hier reinmachen. Vielleicht ist dir irgendwie wichtig, wie du aussiehst, wie du bei dem anderen Geschlecht irgendwie ankommst und du füllst dich damit, wie du perfekt aussehen kannst, wie deine Frisur, deine Föhnfrisur perfekt wirken kann. Und du erfüllst dich die ganze Zeit mit dem, wie du Ansehen erhältst und wie du größer und größer wirst. Vielleicht füllst du dich auch nochmal mit irgendwas anderem, wo du merkst, ja, meine Freunde sind irgendwie mit dabei und hä, eigentlich, ich bin nur ein Partyraucher, alles easy, also ist ja auch echt nichts Schlimmes und du erfüllst dein Leben auch mit anderen Sachen, wo du vielleicht irgendwie abhängig wirst. Und ganz am Ende landet es vielleicht dann auch manchmal hier, dass du damit auch noch dein Leben füllst. Und wenn du mal dann einen ganz ehrlichen Blick auf dein Leben wirfst, in dein Herz, was dort alles drin ist, woran du denkst und wie du dich fühlst, wie deine Woche geprägt ist und du dann einfach mal vielleicht einen Blick in dein Leben, in dein Herz wirfst, weiß ich nicht, ob das genau das ist, das Design, wie Gott sich gedacht hat, wie dein Leben aussehen soll. Paulus sagt, betrinkt euch nicht mit Wein. Und warum? Weil es euer Leben ruinieren wird. Ich sage hier gerade nicht, dass TikTok verboten ist und ihr sollt TikTok löschen. Ich sage nicht, dass ihr euch nie wieder schminken lassen sollt oder euch nie wieder schminken sollt, weil das ist teuflisch. Das sage ich nicht. Ich sage das, was Paulus gesagt hat. Alles ist euch erlaubt, aber ihr sollt euch von nichts beherrschen lassen. Wovon lasst ihr euch beherrschen? Womit füllt ihr euch? Wofür ist euer Herz designed? Und Paulus sagt eher, erfüllt euch nicht mit diesen ganzen Sachen, erfüllt euch, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sieht für mich viel schöner aus, klarer aus, besser aus. Und das Wichtigste ist, es kommt dem am nächsten, wofür das geschaffen ist, wofür das gemacht ist, als das. Womit bist du erfüllt? Ich bin jetzt hier kein Moralprediger, der sagt, ey, pack sofort alle Zigaretten weg. Ist mir egal, alles ist euch erlaubt. Mir ist nur wichtig, dir zu sagen, womit ist dein Herz voll? Wovon lässt du dich beherrschen? Und das Schöne ist, warum sollten wir uns mit Heiligem Geist erfüllen? Weil diese Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist genau das ist, wofür du designt wurdest. Nichts von all dem wird dich wirklich erfüllen. Keine Ahnung, ob du schon mal irgendwas von diesen Sachen oder das, was dir gerade einfällt, in dein Herz reingelassen hast und dann irgendwann gesagt hast, geil, jetzt geht's mir richtig gut. Nach einer Nacht hiervon geht's mir richtig gut. Nachdem ich hier auf einmal 5 Stunden am Tag dran verbracht habe, geht mir richtig gut. Du siehst im Alten Testament, wie im Prediger steht, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Und in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Eine andere Übersetzung sagt, Gott hat die Ewigkeit in dein Herz gelegt. Gott hat die Ewigkeit in dein Herz gelegt. Das heißt, alles, was nicht ewig ist, alles, was nicht dem entspricht, was Gott in dich hineingelegt hat, wie Gott dich designt hat, wie Gott dich geschaffen hat, wird dich nicht erfüllen. Du setzt eine viel zu hohe Erwartung an diese ganzen Sachen und die du vielleicht in deinem Leben hast von Pornografie, von irgendwelchen Süchten, von Zielen, von wie viel Geld du in deinem Leben verdienen willst. Du setzt da viel zu viel Erwartung dran, dass es dich erfüllen wird, dass es dich glücklich machen wird. Aber die Bibel sagt, Jesus Christus sagt, er hat die Ewigkeit in dein Herz gelegt. Das heißt, alles, was nicht ewig ist, wird dich am Ende deines Lebens nicht erfüllen. C.S. Lewis, ein viel zu schlauer Mann, hat dazu mal gesagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann,
dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Wenn nichts von dem dich erfüllen kann, dann darfst du sicher sein, dass dein Herz und dass dein Leben für etwas ganz anderes geschaffen sind. Warum sollten wir uns mit dem Heiligen Geist erfüllen? Weil wir genau dafür geschaffen sind. Und wisst ihr, was daran so entscheidend ist? Wie du über Gott denkst. Dein Gottesbild ist essentiell. Glaubst du, Gott ist ein alter Mann mit einem langen Bart, der Spaß hasst, der Freude hasst, der dich klein machen will, der Leitplanken in dein Leben bringen will, weil er nicht möchte, dass du Spaß hast, weil er dich klein machen will, dass er dich unter der Kontrolle hat, damit er immer weiß, was abgeht, damit du ja nicht ungehorsam wirst? Ist das dein Gottesbild? Oder ist dein Gottesbild, dass er das Beste für dich will? Vertraust du Gott, dass er es besser weiß als du? Dafür muss man sich echt demütigen, dass man mal sagt, ich habe nicht recht. Ich weiß nicht, was das Beste für mich ist. Und wenn dieser Gott, der dich geschaffen hat, der jedes Haar auf deinem Kopf kennt, wenn dieser Gott alle Menschen kennt, die vor dir waren, die jetzt gerade sind, die sein werden, wenn dieser Gott alles im Himmel hinter sich gelassen hat, um auf die Erde zu kommen, um gekreuzigt und getötet zu werden von den Menschen, die er geschaffen hat, nur um dich zu retten und alle Menschen zu retten, die noch seine Feinde sind, wenn dieser Gott all das gemacht hat und wenn genau das unser Gott ist, dann weiß ich, dass dieser Gott es viel besser weiß als ich. Und dann weiß ich, dass dieser Gott, egal was passiert, das Beste für mich will. Und er weiß, was das Beste für mich ist. Und ich möchte dir jetzt gerade zusprechen, wenn es sich das für dich anhört wie der komplette Bullshit. Wenn du in den letzten Tagen und Wochen und Monaten und Jahren nur Scheiße erlebt hast. Sei es rund um Suizidgedanken, sei es dein Elternhaus, das alles andere als gut ist, eher in Richtung höllisch. Du vielleicht Angst hast, nachher nach Hause zu fahren, um wieder durch diese Tür zu gehen und deinen Eltern oder deinen Geschwistern zu begegnen. Wenn du merkst, du hast Angst davor, am Dienstag wieder in die Schule zu gehen, weil du weißt, da warten diese paar Personen, dann will ich dir nicht sagen, hey, alles easy peasy, lemon squeezy, das wird schon, Gott ist auf unserer Seite. Ich möchte dir einfach in all dem zusprechen, du darfst trotzdem glauben. Ich möchte dir zusprechen, egal welcher Situation du bist. Und das lässt sich so leicht sagen, weil ich deine Gedanken und dein Leben nicht kenne. Komm mit deinem Schmerz zu Gott. Gott will deinen Schmerz nicht ignorieren. Gott möchte ihn sehen und Gott möchte deinen Schmerz heilen, da wo du bist. Wir sollen uns mit Heiligem Geist erfüllen, weil wir genau dafür geschaffen sind, weil Gott es gut mit uns meint. Und wenn wir uns mit Heiligem Geist erfüllen, wir die Frucht des Geistes in unserem Leben sehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Frucht des Geistes kennt aus Galater 5. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude, Sanftmut, Geduld, Treue, Güte, Selbstbeherrschung, Freundlichkeit und noch so viel mehr. Und das ist genau der Titel dieser Message. The Unknown God looks good on you. Wenn du erfüllt bist mit Heiligem Geist und du diese Frucht in deinem Leben siehst von Liebe, Friede, Freude, die nicht von deinen Umständen, deiner Situation abhängig ist, dann wird dich das als Person so unglaublich attraktiv machen, weil genau das oder der in dir lebt, wofür du geschaffen worden bist. Und wenn du in die Apostelgeschichte schaust, die ersten Christen, die waren nicht so cringe und so komisch wie heutzutage manche Christen. Die Christen damals, sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie waren saubeliebt bei den Leuten.
Sie hatten hohes Ansehen und Wohlwollen beim ganzen Volk. Das Volk hielt viel von ihnen. Menschen aus den umliegenden Städten kamen zu den Aposteln, um geheilt zu werden. Der Hauptmann, der holte die Apostel nicht mit Gewalt von irgendwo weg, weil sie Angst hatten, gesteinigt zu werden, weil sie so beliebt waren. The unknown God looks good on you. Wir haben einen Kollegen bei uns, der hatte letztes Jahr ein absolutes Scheißjahr. Er war verheiratet und seine Frau hatte Glaubensprobleme und Glaubenskrisen und konnte irgendwann nicht mehr glauben, was ihn schon richtig verletzt und runtergezogen hat. Bis sie sich dann irgendwann haben scheiden lassen. Und ich mag mir diesen Schmerz überhaupt nicht vorstellen, echt nicht. Und dieser Kerl hätte allen Grund gehabt, Gott anzuklagen und am Boden komplett zerstört zu sein. Aber wisst ihr, was im Sommer passiert ist letztes Jahr? Er ist auf die Knie gegangen und hat seinen ganzen Schmerz vor Gott abgeladen. Er hat alles Gott gebracht, er hat die Nähe Gottes gesucht. Er wollte mit dem Heiligen Geist verwurzelt sein, er wollte mit ihm erfüllt sein. Und dieser Kerl, ich habe ihn nach dem Sommer nicht mehr wiedererkannt. Dieser Kerl ist für mich gerade so ein Vorbild, was es heißt, verwurzelt und erfüllt zu sein mit Heiligen Geist, weil du in seinem Leben, in seinen Charaktereigenschaften siehst, wie unglaublich attraktiv er ist, weil der Gott, der ihn geschaffen hat, der ihn designt hat, in ihm lebt und der ihm Liebe und Friede und Freude gibt, egal was um ihn herum passiert, er ignoriert es nicht, aber er freut sich in allem. Er ist dankbar in allem, weil er erfüllt ist mit dem Gott, der es gut mit ihm meint. Egal wie es aussieht, weil er weiß, was kommen wird, ist gut, weil er auf den vertraut, der in ihm lebt. The unknown God looks good on you. Warum sollen wir uns erfüllen? Weil wir designed sind genau dafür und weil es uns attraktiv machen wird. Was ist denn jetzt diese Erfüllung mit Heiligen Geist? Die zweite Frage. Was ist diese Erfüllung mit Heiligen Geist? Und lass uns nochmal auf diesen super Vers schauen, das ist Epheser 5. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Das hört sich so komisch an, weil entweder gibt es, so wie es sich anhört, zwei Optionen. Entweder du bist mit Heiligen Geist erfüllt und singst Halleluja all day long. Oder du schießt dich dermaßen ab und kippst dir was hinter die Rübe. So hört sich das an. Entweder lebst du mit dem Heiligen Geist oder du bist komplett wasted. Was Paulus aber hier meint, damals die ganzen weltlichen und heidnischen Religionen wollten auch ihren Göttern begegnen und haben sich komplett mit Wein betrunken. Sie haben sich abgegeben mit Tempelprostituierten, sie hatten Orgien, sie haben sich komplett vollgefressen, bis sie gereiert haben und wollten dann in diesem ekstatischen Zustand ihrem Gott begegnen. Der Kontrast ist einfach, Paulus sagt, Jungs, Mädels, tut das nicht, denn das wird euer Leben ruinieren. Stattdessen lasst euch mit Heiligen Geist erfüllen. Es ist eine Art Kommando. Es passiert nicht immer automatisch. Du kannst dich mit zweierlei verschiedenen Sachen füllen und entweder, was dich beherrscht, wird dich ruinieren oder das andere, wenn es dich beherrscht, wird dich groß machen und wird dich erfüllen. Und die Konsequenz dessen ist, wenn wir erfüllt sind mit Heiligen Geist und wachsen in dieser Heiligung, ist, dass wir Jesus Christus immer, immer ähnlicher werden. Erfüllung mit Heiligen Geistes ist die Heiligung und dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Wie machen wir das jetzt? Weiß ich noch nicht. Ich trinke kurz. Wir werden erfüllt mit Heiligen Geist, indem du mit ihm Zeit verbringst täglich. Verbringe mit Gott Zeit täglich.
Letztes Jahr im Sommer haben wir als Key-Team in der Church haben wir unsere Ziele aufgeschrieben, unsere Ziele geteilt, was wir in einem Jahr erreicht haben wollen. Und ich habe für mich gesagt, hey, ich möchte näher an Gott wachsen. Ich möchte eine engere Beziehung mit ihm. Das war mein Ziel. Und deswegen habe ich gesagt, werde ich dieses Buch von Timothy Keller lesen. Center Church. Guter Schinken. Inhaltlich wertvoll. Und damit ich enger an Gott komme, werde ich dieses Buch lesen bis zum Sommer. Julian, mein Pastor, hat dann gesagt, Bro, wenn das dein Ziel ist, eine enge und intime Beziehung mit Gott zu haben, glaubst du dann wirklich, dass das der Weg ist? Einfach nur dieses Buch zu lesen und mit 8 verschiedenen Stabilo-Markierern drumherum zu arbeiten? Am Anfang des Jahres hatten wir dann einen Segnungsgottesdienst. Und ich habe mich danach auch ausgestreckt und habe mich dann an das erinnert, was Julian uns an Weihnachten geschrieben hat. Er hat jedem von uns im Team eine Karte geschrieben. Und in meine Karte hat er geschrieben, ich wünsche dir, dass du eine intime und enge Beziehung mit Gott hast. Aber das wirst du nicht in einem Buch erleben, das wirst du nur auf Knien erleben. Und Freunde, ich kann euch sagen, seitdem ich genau das tue, auf den Knien Gott zu begegnen, auf den Knien Jesus immer mehr kennenzulernen, eine Sehnsucht zu haben nach dem, was er in meinem Leben tun will, hat sich mein Leben komplett verändert. Ich wünsche euch so sehr, dass ihr eine tiefe und enge Sehnsucht habt nach dem Heiligen Geist, weil er nicht dein Leben ruinieren wird, er wird es groß machen. Und es geht nicht darum, dass du mehr weißt über den Heiligen Geist. Darum geht's nicht. Wir machen die FIUCO nicht für Wissensvermittlung. Natürlich ist es gut, wenn wir theologisch fundiert etwas hören über den Heiligen Geist. Deswegen haben wir Dan hier und deswegen haben wir Matthias hier, damit wir etwas lernen und mehr erkennen und mehr wissen über den Heiligen Geist. Aber unser Ziel mit der FIUCO ist nicht Wissensvermittlung. Es ist Beziehungsvermittlung. Wir Jungs wünschen uns und beten, dass ihr eine Beziehung habt mit diesem Heiligen Geist. Es bringt nichts, wenn ich von Madeleine weiß, was ihr Interior Design am liebsten ist, wenn ich alle ihre Freunde frage, ob sie doch lieber weiß oder beige zu Hause mag. Fangfrage, es ist beides. Es bringt nichts, wenn ich sie auf Instagram stalke und sehe, was ihre Lieblingsoutfits irgendwie sind, was ihre Freunde sind, wer ihre Bilder liken, wer so ihr Inner Circle ist. Es bringt das Wissen dort nichts, es bringt nur die Beziehung etwas, wenn ich Zeit mit dieser Person verbringe, wenn die Beziehung immer tiefer und intimer wird. Unser Ziel ist, dass wir Jesus Christus immer und immer ähnlicher werden. Das bedeutet Heiligung. Woran merkst du, dass du jemanden ähnlicher wirst? Du redest wie die Person, du hast denselben Humor, Du willst da sein, wo die Person ist. Du willst die Person nicht verletzen. Daran merkst du, dass du eine Person ähnlicher wirst. Damals mein Kleingruppenleiter Michi Fitz, Shoutout. Ich habe damals genauso geredet wie er. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn schon fast vergöttert. Er war ein FIFA-König. Er hatte so viel Kohle, weil er in der Ausbildung war. Ich war einfach nur Schüler. Er hat uns immer was bei Burger King ausgegeben. Er hat uns alle Stöpsel genannt. Ich bin jahrelang mit diesem Spitznamen Stöpsel rumgelaufen. Oh my word, Gott ist gut, dass ich diesen Spitznamen nicht mehr habe. Danke. Ich wollte sein wie er, ich wollte in seiner Gegenwart sein, weil ich mit ihm Zeit verbracht habe, weil ich Sehnsucht hatte, mit ihm Zeit zu verbringen und ich wurde wie er. Ich glaube 30% meines jetzigen Vokabulars habe ich jetzt noch von ihm. Verbringe Zeit mit Jesus. Täglich, denn dein Herz folgt deiner Zeit. Da, wo du deine Zeit hin investierst, wird dein Herz folgen. Dein Herz
folgt automatisch deiner Zeit. Wie werden wir erfüllt mit Heiligem Geist? Wir verbringen Zeit mit ihm täglich. Und jetzt kommt das Unangenehmere. Wie werden wir erfüllt mit Heiligem Geist? Wir tun seinen Willen täglich. Es geht nicht mehr um uns. Es geht nicht mehr um dich. Es geht um unseren Gott und um seinen Willen alleine. Und Freunde, das ist ein Lebensstil. Das ist genau wie atmen. Du kannst nicht sagen, okay, bei der Fiyuko, da werde ich mich richtig volltanken. Ich werde alles aufschreiben. Ich werde sogar markieren, was die Prediger gesagt haben. Ich werde mit allen Leuten reden. Ich lasse von jedem für mich beten. Und ich werde dann richtig vollgepackt mit Heiligem Geist wieder zurück in mein Leben gehen. Und das reicht dann bis zur nächsten WDL-Freizeit, bis zum nächsten Yumi-Camp, bis zu Silvester, bis zur nächsten Fiyuko. Gottes Willen zu tun, täglich mit ihm verbunden zu sein, ist wie atmen. Du kannst nicht jetzt Luft holen und von dieser Luft, ja, ich höre schon, klar kannst du jetzt Luft holen, aber du kannst nicht durch die Luft, die du jetzt einatmest, übermorgen überleben. Bitte probiert's nicht. Sanitäter, haltet euch bereit. Es ist ein Lebensstil wie Atmen. Es ist ein ständiges und tägliches Ein- und Ausatmen. Viele fragen immer, was ist Gottes Plan für mein Leben? Ich will wissen, was ist meine Berufung? Wir machen jedes Jahr, glaube ich, auch fast dafür ein Seminar, weil es ist auch gut zu wissen, was Gottes Plan für dein Leben ist. Es ist schön zu wissen, dass ihr euch ausstreckt nach dem, was ist Gottes großer Plan für mein Leben? Können wir uns eine Sekunde mal nicht auf dieses große Plan für mein Leben fokussieren, sondern darauf fokussieren, was Gott heute in deinem Leben tun will? Schau nicht auf den großen Plan Gottes für dein Leben, sondern fokussiere dich darauf, wie der Heilige Geist dich Tag für Tag führen will. Wie der Heilige Geist dich Tag für Tag trösten will, wie der Heilige Geist dich Tag für Tag umgeben will, wie er dich Tag für Tag dir begegnen wird, dir Worte schenkt, dir Bibelstellen schenkt und dich Tag für Tag mehr erfüllt. Denn wenn Tag für Tag du seinen Willen tust, Tag für Tag du in seiner Präsenz bist, dann verspreche ich dir, dann wird dieser große Plan Gottes in deinem Leben, dann wird er Wirklichkeit. Weil du jeden Tag mit ihm Zeit verbringst, weil du jeden Tag seinen Willen tust. Wisst ihr, manchmal überschätzen wir, was wir in kurzer Zeit machen können und unterschätzen, was wir auf lange Zeit machen können. Dienstag muss ich meine Facharbeit abgeben. Ich hab die ganze Nacht dafür. Easy. Die 5 Stunden... Watch me. 3 Red Bull Intus. Brrr. Kann ich ein Amen hören? Wir überschätzen, was wir in kurzer Zeit tun könnten und unterschätzen, was du auf lange Zeit tun könntest, wenn du jeden Tag etwas tun würdest. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, das genau das mal illustriert, was Disziplin im Alltag bewirkt, wenn jeden Tag ein kleiner Schritt getan wird. Schaut euch das mal an. Not much happens. A little dent. 25 years, you get more of a valley. 50 years goes by and the fruits of your labors are seen. Stay at it. Things take time. Es ist ein Stein, auf den einfach nur Wasser tröpfelt. Simpel. Nach 10, 15 Jahren kaum was. Nach 25 Jahren siehst du schon etwas. Und nach 50 Jahren Konstanz, nach 50 Jahren jeden Tag mit Gott, jeden Tag mit Gott, jeden Tag seinen Willen, wird es dein Leben komplett verändert haben. Unterschätze niemals,
was der Heilige Geist tun will in deinem Leben jeden Tag und was daraus entstehen wird in 15, in 20 oder in 50 Jahren. Ich möchte dir echt nicht auf den Schlips treten, aber das, was du denkst, was das Beste für dein Leben ist, ist es nicht. Das Beste für dein Leben ist das, was Gott denkt. Ist das, was Gott will. Ist das, was Gott vorbereitet hat. Und du liest an diesem Pfingstfest, wie Petrus eine mächtige Predigt hält. Und die Leute kommen zu ihm und fragen ihn: Boah, was ein Brett! Was sollen wir machen? Das war ja so eine krasse Predigt. Petrus, was sollen wir jetzt machen? Und Petrus sagte einfach nur: Tut Buße. Kehrt um und lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Dieses Umkehren und diese Buße ist nicht einfach nur irgendein Add-on. Du bist nicht in deinem Leben und sagst dann: Sorry übrigens, ne, war nicht so nice. Ich mach mal weiter. Ciao. Dass du den Willen Gottes tust, ist nicht nur einfach irgendwie die Kirsche auf der Sahne. Dass wir gemeinsam in der Heiligung wachsen und Jesus ähnlicher werden, ist ein kompletter 180-Drift-U-Turn. Was dieses Wort Umkehr bedeutet, ist eine komplette Sinnesänderung, von der Petrus hier redet. Deine kompletten Gedanken, dein komplettes Herz, dein gesamtes Leben dreht sich um 180 Grad. Du bist in die Richtung gelaufen und du drehst dich komplett um. Diese Umkehr, diese Buße, von der Petrus redet und die er den Leuten mitgibt, nachdem sie von der Predigt erfüllt waren, ist, dass du deinen Willen komplett hier lässt. Und auf Deutsch gesagt, du sagst: Gott, alles, was ich bisher in meinem Leben gedacht habe, alles, was ich dachte, was mir gut tut, alles von dem, was ich gesagt habe, ist kompletter Scheiß. Ich möchte nicht auf das fokussiert sein, was ich möchte und was ich denke und wo ich in meinem Leben hin möchte. Ich möchte mich komplett auf dich fokussieren, auf deinen Willen, auf das, was du sagst, auf das, was du möchtest. Und ich will in meinem Leben nur deinen Willen tun. Es geht nicht mehr um mich, es geht nicht mehr um mein Ego, es geht um dich allein. Ich habe gerade eben da hinten noch, weil ich so Probleme manchmal habe mit meinem ekelhaften Ego, habe ich gebetet: Bitte Gott, lass es nicht um mich gehen, nicht um mein Outfit, nicht wie meine Haare aussehen, wie viel Tonnen Haarspray ich da reingepackt habe. Dass es mir egal ist, was die Leute denken, ob ich witzig genug bin, ob ich schlau genug bin. Lass es mir einfach nur um deinen Willen gehen, dass dein Wort und dass deine Wahrheit, dass deine Message heute Abend hier lebt. Egal ob mit Lichttechnik oder ohne Lichttechnik. Bitte, Jesus Christus, komm du mit deinem Plan, komm du mit deinem Willen. Denn das, was ich will, ist weltlich. Was ich will, ist fleischlich und hat keinen Bestand. Aber das, was der Heilige Geist für dich hat, ist so viel größer und so viel schöner, als du selber denken kannst. Und deswegen sage ich euch jetzt genau das, was Petrus damals gesagt hat, vor 2000 Jahren an Pfingsten. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Kehrt um, lasst euch taufen
und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Mit all dem, was ich gerade gesagt habe, mit Heiligung und Gottes Willen tun, da ging es nicht darum, dass du all diese Sachen machen musst, dass du ein perfekter Christ werden musst, dass du heilig werden musst, dass du keine Fehler mehr hast und dann darfst du zum Kreuz kommen. Dann darfst du erst zu Jesus kommen und dann kannst du in seiner Gegenwart sein. Darum geht es nicht. Alles, was ich gesagt habe, ist, wie wir, wenn wir uns mal für Jesus Christus entschieden haben, wenn wir ihm in unserem Leben wirken lassen wollen, wie das Wirklichkeit wird. Und vielleicht sitzen gerade hier ein paar Leute von euch, die mit Jesus schon unterwegs sind, aber die sich noch nie dafür entschieden haben, sich taufen zu lassen. Vielleicht denkst du genau das, dass deine Gemeinde, deine Jugendgruppe oder deine Freunde, die irgendwie suggerieren, du musst erst irgendwas erreichen, damit du dich taufen lassen kannst. Du musst erst bei dem Bibelfersetest mindestens eine 2+ geschrieben haben. Du musst richtig viele Bibelverse auswendig können. Du musst bei 85% aller Gottesdienste dabei gewesen sein im Jahr. Du musst die Bibel schon mal durchgelesen haben. Nicht in Hoffnung für alle. Na, Luther, Bruder, Luther. Vielleicht denkst du genau das, dass du erstmal das alles erfüllen musst und erstmal zu etwas werden musst, damit du dich taufen lassen kannst. Taufe ist nichts anderes, als das zu bekennen vor der sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt, was bereits in deinem Herzen passiert ist. Dass du umgekehrt bist, dass du gesagt hast, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Diese Taufe symbolisiert, dass du gestorben und auferstanden bist mit Jesus Christus, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren und er jetzt durch den Heiligen Geist in dir lebt. Und dann beginnt diese Reise erst. Lass uns alle mal gemeinsam aufstehen. Ich weiß nicht, wie deine Jugendgruppe tickt oder deine Gemeinde. Ob es vielleicht gerade ganz genau du bist, wo du sagen würdest, ja, that's me. Ich entscheide mich heute dafür, mich taufen zu lassen. Ich sage das meinem Jugendleiter, sobald ich zu Hause bin, möchte ich mich für die nächste Taufe anmelden. Und darum geht es geht nicht darum, naja, dann bist du erst errettet. Es geht nicht darum, dann hast du erst den Heiligen Geist. Darum geht es nicht. Es ist einfach dieses Bekenntnis vor der sichtbaren Welt, vor allen anderen Menschen und vor der unsichtbaren Welt, dass nicht mehr du lebst, dass es nicht mehr dein Wille ist, sondern dass Christus lebt in dir. Und dass es darum geht, was sein Wille ist für dein Leben. Lass uns alle mal kurz die Augen schließen. Alle Augen sind zu, hier unten und da oben auch. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann hast du jetzt einen ganz persönlichen und privaten Moment ganz alleine mit Jesus. Alle Augen sind zu. Und wenn du es bist, wenn du sagst, yes, ich will genau das bekennen, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir allein. Und ich entscheide mich heute dafür, mich taufen zu lassen. In den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, wann auch immer, bei dir zu Hause, in deiner Gemeinde. Wenn du sagst, ich möchte durch die Taufe bekennen, dass Christus in mir lebt und nicht in mir, dann darfst du jetzt gleich auf 3 deine Hand heben. 1, 2, 3. Yes, danke.
könnt die Hände gerne wieder runternehmen. Jesus Christus, wir danken dir so sehr für diesen Moment. Danke, dass du lebst. Danke, dass du durch und durch gut bist. Und ich danke dir für jede Hand, die sich gerade erhoben hat, die ein Bekenntnis war an die sichtbare und unsichtbare Welt. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Ich möchte komplett umkehren. Ich möchte mit dir, Heiliger Geist, jeden Tag verwurzelt sein und deinen Willen tun. Ich bete für meine Brüder und Schwestern, dass sie gut aufgefangen werden von ihrem Leiter, von ihren Gruppen und dass es ein Tauffest wird, das sie niemals vergessen werden. Und dass das ein kompletter Change wird in ihrem Leben und in ihrer Beziehung zu dir. Wir lieben dich, Jesus, so sehr. Danke, dass du hier bist. Und wir alle sagen gemeinsam Amen, Amen, Amen. Die Welt zu dienen, weil du mich liebst, hast du dich selbst hingegeben. Ich hab's nicht verdient, doch du hast das Werk vollendet und mich mit Gott versöhnt. Für mich geschlagen, auf dir meine Wunden, für mich getragen. Last all meiner Sünden. Für dich will ich singen, mein Leben soll bezeugen, Jesus, du lebst, Halleluja. Der Sieg ist sein auf Golgatha, wo ich befrei. Nun hat der Tod voller Gnade, als du für mich am Kreuz warst. Dein Herz voller Güte, als du für mich bezahlt hast. Selbst für deine Feinde hast du vollkommene Liebe. Wirklich frei, du hast es vollbracht, Jesus, du allein. Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei, du hast es vollbracht, Jesus, du allein. Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei, du hast es vollbracht, Jesus, du allein, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei, du hast es vollbracht, Halleluja. Der Sieg ist dein, auf Golgatha wurde ich befreit und nun hat der Tod.
Halleluja, dass wir das singen können. Der Sieg ist dein, das Grab ist leer. Dürft euch gerne hinsetzen. Und ich will gerne was sagen zu ein paar Leuten von euch, die hier sind. Vielleicht hast du gerade dieses Lied mitgesungen. Vielleicht du bist die ganze Konferenz über hier und du singst den Text. Aber für dich persönlich hast du diese Entscheidung noch nie getroffen, zu sagen, ja genau, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich lade dich in mein Herz ein. Und du bist hier mit Freunden, mit deiner Jugendgruppe vielleicht. Du hast es erlebt und du weißt irgendwie, es gibt einen Gott. Aber weißt du was, wir haben so oft gesagt, Gott sieht dich persönlich. Und deswegen braucht es auch von jedem persönlich eine Entscheidung, diesen Gott, Jesus, in dein Herz einzuladen. Weißt du, Gott hat am Anfang alles geschaffen, alles war gut. Gott hat die Welt gemacht, die Schöpfung, die Menschen. Und er hat gesagt, es ist sehr gut. Und am Anfang waren die Menschen nackt und konnten diese intime Beziehung, vor der Christian eben gepredigt hat, konnten sie einfach leben, weil es perfekt war. Und schon ziemlich früh lesen wir in 1. Mose 3, ist das Böse, ist die Sünde in die Welt gekommen. So, was ist Sünde? Christian hat es so auf den Punkt gebracht, so, hey, Gott ist heilig, der alles geschaffen hat, ist heilig, ist rein, ist Licht, ist sauber. Und alles, was dazu nicht passt, ist Sünde, egal ob du es denkst, ob du es tust, was auch immer es ist. Das ist Sünde und das ist, was uns von Gott trennt. So lehrt uns das die Bibel. Und niemand konnte diese Trennung von sich aus wieder überwinden, außer Gott selbst. Und deswegen glauben wir als Christen, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass er gelebt hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und heute mächtig wirkt. Und ich glaube, wenn du an diesem Wochenende hier warst, weißt du, dass er lebt. Und Paulus fasst es so zusammen, den Zustand von uns Menschen, wo er sagt in Römer 3, 23, es gibt keinen Unterschied, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen ursprünglich zugedacht hatte. Aber preist den Herrn, was Jesus getan hat, was wir gerade gesungen haben. Aber sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und Jesus hat gesagt, hey, es ist gut, dass ich gehe, und ich sende euch den Heiligen Geist. Wir haben neulich Himmelfahrt gefeiert und er sagt, aber ich werde wiederkommen. Jesus wird wiederkommen. Und er wird uns holen zu sich in die Ewigkeit und er wird allen Schmerz abwischen. Es wird keine Tränen mehr geben, es wird keine Angst mehr geben, es wird keine Depression mehr geben. Wenn diese perfekte Gemeinschaft vom Anfang der Schöpfung wiederhergestellt wird und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, zu sagen, ja, Jesus, komm in mein Leben, dann ist jetzt deine Chance, das zu tun. Weil die Bibel sagt uns ganz klar in Römer 9 oder in Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hast, dann wirst du gerettet werden. Und wenn du das noch nie bekannt hast, dann ist jetzt gleich vielleicht für dich die Chance, das zum ersten Mal zu tun. Ich werde gleich fragen, ob du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, und als Zeichen für das, was innerlich in deinem Herzen passiert ist, äußerlich aufzustehen und mit mir ein Gebet zu sprechen. Und lass uns ein paar Sekunden still sein, in der du abwägen kannst, ob du das willst und Jesus in dein Herz einladen willst. Weil das ist die wichtigste und beste Entscheidung deines Lebens. Aber, und ich glaube, das ist auch deutlich geworden, es hat Folgen. Wie Christian es eben gesagt hat, dein altes Leben stirbt und Jesus wird durch den Heiligen Geist dein Leben Stück und Stück verändern. Es hat Konsequenzen. Aber es ist das Beste, was du tun kannst. Deswegen bin ich jetzt still, prüfe das für dich und wenn du es willst, bete gleich mit mir.
wenn du diese Entscheidung zum allerersten Mal treffen willst, dann steh gleich auf drei auf. Ich zähle bis drei und du wirst es spüren, du wirst es wissen. Dann steh auf und wenn du stehst, werden wir zusammen beten. Okay? 1, 2, 3. Applaus, Leute, Applaus. Hey, alle anderen, steht mit auf und wir beten zusammen. Und die, die zuerst gestanden sind, ich werde vorbeten und du betest einfach gerne laut, selbst wenn es nur geflüstert ist, bete mir nach. Guter Vater, ich danke dir, dass du mich schon immer liebst. Und ich weiß, dass ich aus mir heraus nicht so heilig bin, wie ich sein sollte. Aber Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und ich glaube in meinem Herzen, dass du auferweckt wurdest von den Toten. Jesus Christus, komm jetzt in mein Leben. Ich bekenne, dass du der Herr über mein Leben bist. Danke, dass du mit mir Schritte gehen wirst und dass du nie mehr von meiner Seite weichst. Amen. Halleluja, Leute, es ist so gut. Es ist so gut. Ich will dich ermutigen, wenn du eben aufgestanden bist und du diese Entscheidung getroffen hast, zum allerersten Mal das gebetet hast, wenn du mit der Jugendgruppe, mit dem Jugendleiter hier bist, geh jetzt nach der Session zu deinem Jugendleiter, erzähl ihm davon, er will gerne für dich beten, er will vielleicht auch Fragen beantworten, was das konkret jetzt bedeutet. Oder wenn du gerne mit jemand anders reden willst, komm zu unserem Gebetsteam oder komm zu unserem Team von der Next Step Lounge, die werden hier vorne sein. Die haben eine Bibel für dich, die würden dir gerne was schenken, die wollen deine Fragen beantworten und einfach dich noch segnen. Wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast, komm zu einem Jugendleiter oder komm zu unserem Team hier vorne. Wahnsinn, yes. Freunde, was für eine dichte Session das war und genau mit Pfeifen, mit Pauken und Trompeten oder was ist das? beenden wir diese Session. Ja, wir gehen gleich zum Mittagessen, aber ich möchte dich einfach noch kurz mitteilen, es hat mich wirklich zutiefst bewegt, was zusammengekommen ist für den Caterer. Vielen Dank, dass du dieses Statement gesetzt hast. Ja? Es ist wirklich ein Statement für diesen Caterer. Es kam jetzt hier allein 3.890,51 € zusammen. Yes. Und das eben ohne PayPal, von daher ist die Summe noch um einiges größer. So, deswegen wirklich vielen, vielen Dank für deine Großzügigkeit, für dein Geben. Es verändert Leben, so wie Gott hoffentlich heute Morgen auch dein Leben ein Stück weiter verändert hat. Halleluja. Hey, nimm das in Anspruch, dass noch das Gesprächsteam für dich bereit ist. Das Gebetsteam ist noch da, möchte gerne noch für dich beten. Ihr wisst, ihr kennt die Räume, geht dorthin, genießt das, mit ihnen noch unterwegs zu sein. Und dann werden wir hier um 14 Uhr mit der letzten Session starten. Denk dran, DJ Peppi reißt heute zum letzten Mal so richtig die Hütte ab, ja? Also, komm ein paar Minuten früher, bring ein Wechselshirt mit, was auch immer du brauchst, um mit DJ Peppi und der Fiuco nochmal so richtig zu feiern. Und jetzt guten Appetit, bis später.